Leute, mir ist was mega krasses passiert. Ich war die Tage viel auf YouTube unterwegs, habe mich ein bisschen mit der Videooptimierung bzw. mit der Abo-Box-Optimierung beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass viele YouTuber diese Glocke hier anpredigen und das habe ich auch einfach mal versucht, habe mit einem zweiten Account, mein Account FIFA Germany aktiviert bzw. abonniert dann mit dieser Glocke. Und mir ist was mega krasses passiert. Nachdem ich das gemacht habe, bin ich auf meinem Ultimate Team Konto gegangen, wollte ein bisschen zocken, dies, das, Ananas und habe plötzlich dieses Pack hier gesehen. Das FIFA Germany Premium Pack, das beste Pack in der FIFA Geschichte. 10 Objekte, alle Gold, alle selten, alles deutsche FIFA YouTuber. Und ich würde sagen, Leute, wir öffnen das jetzt zusammen. Ich weiß es nicht, ob es mit der Glockenaktivierung hier zu tun hat, also probiert es einfach mal aus. Und ich würde sagen, Leute, wir öffnen jetzt das Pack, schauen uns mal die Animation an und natürlich, wen will ich da drin haben? Kubanito wäre auf jeden Fall, glaube ich, einer der besten. Und ich würde sagen, komm Leute, wir öffnen es jetzt zusammen, genießt die Animation, let's go. So Leute, wir kommen zum Pack, ich drücke drauf und es öffnet sich auch direkt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wen wir hier bekommen. Dieses Pack ist natürlich mega, mega selten. Es ist auf jeden Fall ein Inform ZM, das ist der Hansus. Ja, skippen wir aber mal. Ich bin gespannt, wer jetzt noch weiterhin drin ist. Und wie gesagt, jawohl, Kubanito ist mit am Start hier. 88er ZOM mit dabei. Stefan, Patrick, Meti vom PMTV. Ich sehe auch schon Erne, Phineas und ich sehe mich selbst. Jawohl, Alter. Also Leute, hier Stefan, Innenverteidiger, Patrick natürlich mit Meti zusammen. Geiles Duo, natürlich auch Erne dabei. Linker Flügel, Phineas als Rechtsverteidiger, wusste ich auch nicht. Julius, aber Julian haben wir nicht dabei. Okay, Moritz ist dabei. Ja, und ich selber bin auch dabei. Also, Hater würden sagen, das ist Fake. Hammer, Leute. Also, großen Respekt geht auf jeden Fall raus an Moritz hier, der diese Animation gemacht hat. Falls ihr es auch so seht, unbedingt mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich ziemlich freuen. Jetzt mal ehrlich, das dauert doch übelst lange, diese ganzen Karten hier zu designen und so weiter. Aber wie schon vorne angedeutet, es sind natürlich auch ein paar Fehler mit drin. Insgesamt 5 Stück, schreibt die in die Kommentare. Ich würde sagen, haut rein, schönen Tag noch und ciao.